Padma Shankasana ist die Lotusmuschel. Padma Lotus, Shankha ist die Muschel. Es gibt zwei Asanas, die als Padma Shankasana bezeichnet werden. Padma Shankasana 1. Komme in den Lotussitz, gib die Ellbogen auf die Fußsohlen, insbesondere zum Solarplexuspunkt. Das ist auch eine gute Massage für diesen Punkt. Falte die Hände hinter dem Nacken und beuge den Kopf nach unten. Das ist Padma Shankasana 1 und über die Massage der Ellbogen auf den Fußsohlen wird etwas gemacht für die Nabelgegend und damit das Sonnenzentrum. Und du hast die Hände hinter dem Nacken und das führt auch dazu, dass die Energie im Ajna Chakra harmonisiert wird und damit auch die Mondenergie. Padma Shankasana 2. Vom Lotussitz ausgehend, hebe die Knie etwas hoch und falte dann die Hände hinter dem Gesäß. Unter dem Gesäß. Und dann senke die Knie wieder und beuge dich nach vorne. Das ist Padma Shankasana 2, Lotusmuschel Nummer 2.